Minecrafter mit Custom Fernrohre. Normalerweise wird ein Fernrohr verwendet, um reinzuzoomen. Aber nicht heute. Denn wir können nämlich 8 neue Custom Fernrohre craften. Von einem X-Ray Fernrohr bis zu einem Portal Fernrohr ist alles mit dabei. Werdet ihr es schaffen, mir alle 8 Fernrohre zu craften und den Ender Dragon in einem epischen Kampf zu besiegen? Oder werde ich davor schon sterben? Schaut das Video, findet das heraus und schreibt mal in Kommentare, welches von diesen Fernrohren ihr am coolsten fandet. Okay, als allererstes fällt mal wieder ein Baum. Bada, die du diesen erstmal eine richtig schlechte Spitzhacke machen. Und dann noch etwas Stein abbauen. Und noch ein paar Steintools craften. Und voila, möge die Challenge beginnen. Also wir können jetzt da Custom Fernrohre craften. Dafür brauchen wir erstmal ein bisschen was hier an Kupfer. So, ich glaube, es sollte genug Kupfer sein. Okay, mal gucken, was ist denn unser erstes Fernglas. Hier, unser X-Ray Spyglass. Okay, dafür brauchen wir nur 2 Kupfer und einmal Glas. Das können wir uns gleich mal machen. Ich halt einfach nur so eine Glasscheibe in der Hand. Okay, also hier mit Sommer geht wohl X-Ray bekommen. Ich würde sagen, wir probieren das mal aus und... Oha! Und die Blöcke werden auch noch gedroppt. Hey, ich kann auch hier dann ganz easy ein bisschen abminen hiermit. Okay, das ist nice. Da unten ist aber sehr, sehr dunkel. Okay, und das geht wohl alles kaputt, außer der Erze. Gut, dann hätten wir schon mal das erste von den 8 Fernrohren gecraftet. Okay, ich will so langsam Nacht. Und wieso ist hier eine Lichtquelle? Leute, warum ist hier einfach Licht? Okay, das ist ein bisschen weird. Okay, schade, hier ist auch noch absolut gar nichts. Jonas, Leute, da hinten ist ein Dorf. Okay, nice, dann kann ich da jetzt noch schlafen gehen. Da hinten könnte vielleicht noch eine Wüste sein. Ich soll jetzt aber erstmal hier schlafen gehen. Okay, also Essen ist ja schon ein bisschen was. Das ist sehr, sehr gut. Ja, also allzu viel tut das uns eigentlich hier gar nichts bringen. Gut, dann hol ich mir jetzt noch ein bisschen Frieeisen. So, nice, Mann. Okay, da vorne habe ich schon mal einen Lavasee gefunden. Also könnten wir uns da dann eigentlich ganz easy ein Portal schon mal gießen. Aber natürlich, bevor wir in den Nether gehen, brauche ich erst noch Rüstung. Und da vorne sehe ich schon was an Eisen. Okay, also brauchen wir nämlich schon mal insgesamt 9 Eisenbarren, um uns dann das nächste Fernrohr zu craften. Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, wir haben 9 Eisenbarren. Daraus machen wir jetzt einen Eisenblock. Und mit diesem Eisenblock und mit den Kupferbarren können wir nur uns ein Minion Spyglass machen. Okay, Leute, ich bin jetzt echt gespannt, ob es wirklich einfach Minion spawnen. Oder ob die als Minion, keine Ahnung, in ein anderes Mob meinen. Oha, Digga, warum sterben die instant? Okay, wir können damit kleine Eisengolems einfach mal spawnen, die alle in den Blöcken noch drin sind. Guck mal, Leute, wie süß da nochmal ist. Wartet mal, kann ich eigentlich an denen auch Eisen farmen? Nö. Okay, ich habe schon mal einen Brunnen gefunden, der mir zwar noch gar nichts bringt. Und das war da hinten ist die Pyramide. Und auch noch ein Dorf. Lol, einer mal neben dem Tempel, einmal ein Dorf. Oh, hier ist ein Goldapfel, den nehme ich mir gerne mal mit. Und das glaube ich ist was an Gold, nehme ich auch gerne mit. Und jetzt das wohl Wichtigste, das TNT hier. Denn wir können uns nämlich jetzt mit dem TNT und mit dem Kupfer uns ein Nuke Spyglass machen. Okay, also ich denke, wie der Name schon sagt, wir jetzt wohl einen Nuke in die spawnen. Genau, wir spawnen und, wie ist passiert? Nochmal, jetzt. Okay. Okay, gut, die Explosion ist doch nicht so groß, wie ich dachte. Okay, und jetzt brauche ich aber unbedingt eine Eisenrüstung, bevor wir ins Nether gehen. Weil ohne Rüstung überlebe ich das nämlich gar nicht. Jo, komm, lass mal, Leute, hier ist ein Schiff fragt. Vielleicht ist da noch irgendwas an Eisen oder so drin. Okay, was haben wir hier so drin? Oh ja, hier ist schon was an Eisen drin. Und nochmal das nehme ich auch mal mit. Und hier haben wir nur eine Schatzkarte. Aber ich denke mal, zu der werden wir eh nicht hingehen. Ich glaube, ich mache mich doch auf die Suche nach dem Schatz. Weil im Schatz finden ja meist auch noch Diamanten und so. Und wir sind dann schon mal auf den richtigen Weg. Also wenn wir nach da gehen, dann bewege ich uns schon mal unser Punkt. Und irgendwo nach da oder nach da muss der Schatz sein. Ja, das war jetzt die Kiste. Okay, nice. Ich muss erstmal Luft holen. Okay, Leute, das ist nice. Die Diamanten nehmen wir auch. Okay, Leute, es hat sich gelohnt. Weil wir können uns nämlich hier aus dem Eisen so ein paar Eisentools noch craften. Und Leute, was noch krasser ist, können wir uns das mit dem Kupfer und mit einem Diamanten uns das Multiplikations-Spyglass craften. Okay, ich habe keine Ahnung, was das macht. Ich habe keine Ahnung, was dieses Spyglass hier macht. Können wir vielleicht die Erze multiplizieren? Nö. Okay, irgendwo da hinten soll der Lavasee sein. Da ist er. Okay, nice. Gut, da würde ich mal sagen, dann gehst du in unser Portal. Doch, nice, Mann. So, machen wir uns jetzt noch ein Feuerzeug. Und dann würde ich sagen, dann können wir euch auf in den Nether. Okay, wonach ich mich jetzt auf die Suche noch machen werde, ist nach Quarz. Und damit können wir nämlich auch noch ein Spyglass craften. Und da haben wir schon ein bisschen was an Quarz. Okay, nice, hier haben wir Quarz. Von hier aus können wir uns auch mal ein Spyglass craften. Und ich bin mal echt gespannt, was die Spyglass hier kann. Portal Spyglass. Okay, Leute, das hört sich mal interessant an. Gehen wir mal rechtsklick und... Oha, okay, also das ist wie beim Spiel Portal. Warum, wenn ich hier gegenlaufe? Okay, ich habe keine Ahnung. Ah, ich muss rein und mich ducken. Okay, das ist...
Echt irgendwie nice. Dann kann ich doch einfach ganz easy an meinem Portal ein Portal doch einmal hier spawnen und an der Festung tun dann das nächste spawnen. Das ist, glaube ich, smart. Kennst du hier unten schon mal zum Blauer Wald? Heißt, hier könnten dann eigentlich ein paar Endermans schon farmen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch erstmal. Ich mache erstmal ein Boot. Und dann können wir auch gleich mal ein paar Endermans farmen. Okay, nice, weil wir haben ja schon 11 Enderperlen. Und ich höre hier Lohen, Leute. Und hier ist einmal eine Fortress. Und Leute, das passt so gut hier. Das heißt, dass wir jetzt noch ein paar Lohen hier noch abfarmen können. Und warte mal, ich spawne jetzt ja auch noch meine Minions. Ich hoffe mal, dass die mir irgendwie helfen können. Oh, nice, unsere allererste Lohenroute. Leute, aber ich habe bis jetzt noch keine von diesen Lohnroute mir noch gedroppt. Jetzt hat sie eine gedroppt, wo ich sie gekillt habe. Okay, Leute, ich bin mir nicht sicher, ob die Lohn überhaupt dann noch Lohnrouten droppen. Ob hier noch ein anderer Spawner ist. Weil irgendwie droppt nämlich die Lohn dort nichts. Okay, nice, man, hier oben ist doch ein Spawner. Aber instant kill ich hier, Digga, eine mehr. Und einmal meine Achsen kaputt. Okay, das wir haben 10 Stück, ich würde sagen, das reicht. So, und ich habe jetzt noch einen zweiten Ofen. Denn ich muss mir nämlich jetzt schon mal eine neue Axt dann gleich craften. Ich würde dann, bevor wir nochmal zurückgehen, gehen wir mal in den blauen Wald und killen dann noch ein paar Endermans. Weil so, ja, 2, 3 Enderperlen mehr wären nämlich eigentlich schon ganz nice. Und wenn wir das haben, dann können wir uns ganz easy mit unserem Portal Spyglass wieder zu unserem Portal teleportieren. Okay, das mal, Leute, wir haben jetzt 16 Enderperlen. Und ich würde mal sagen, dann spawnen wir wieder unser Portal und dann gehen wir wieder zurück in die Oberwelt. So, easy und einfach hier durch. Oh, nice, man. Oh, ey, Leute, ich glaube, das ist wohl einmal meiner Lieblings-Spyglasses, weil es einfach so richtig easy hier ist. Gut, wir sind wieder in der Oberwelt. Wir können jetzt noch 3 Spyglasses noch craften. Für ein Spyglass brauchen wir diesen Zaubertisch hier. Heißt, wir müssen Obby und Diamanten noch fahren. So, bevor wir das da machen, hole ich mir jetzt noch ein bisschen was an Essen und schlafen gehe ich dann auch noch einmal. Puh, lass mal, Leute, die Mine sieht fett aus. Jo, lass mal, Leute, das ist ein Diamant. Okay, warte, bevor wir den jetzt da abbauen, will ich das mal mit diesen Spikers hier nochmal ausprobieren. Kannst du hier multiplizieren, wenn ich da drauf gucke? Nö. Doch, kein Diamant, dann gucken, kannst du anders so lang ziehen. Warte mal, gehst du auch mit Redstone jetzt mit allen? Ja! Okay, das könntest du somit jedes Erz einfach vermehren. Und davon macht jetzt halt nur noch Diamant eigentlich für mich hier Sinn. Leute, das ist nice. Das mache ich jetzt. Gut, dann werde ich mir aus diesen Diamanten erstmal Full Diamantrüstung machen. Und dann auch noch einen Zaubertisch. Und das, Mann, das ist doch so ein Gestein doch von dem. Oh, nice. Okay, hier verbrauche ich nämlich einen Block. Und dann, Leute, können wir auch schon das nächste Spyglass machen. Und wir brauchen nämlich hier von 2 Kupferblöcke. Mit diesen 2 Kupferblöcken und mit dem hier können wir ein Giant Spyglass machen. Ja, das hat schon eine Größe. Können wir damit vielleicht irgendwie Blöcke oder sowas vergrößern? Oder Items? Nee. Vielleicht können wir damit irgendwie Mobs vergrößern. Gut, Leute, ich würde sagen, dass wir das erst dann wieder hochgehen. Und Leute, ich finde das mit dem Portal wirklich so mega, mega nice. Weil ich bin jetzt instant... Hallo? Jetzt. Instant wieder hier oben. Ich weiß mal, ich muss das Schwein an und... Oh mein Gott. Digga, das... Das Schwein ist gigantisch. Warte mal, droppt das denn auch viel, viel mehr? Nö. Okay, ich habe keine Ahnung, was mir das hier bringen soll. Aber auf jeden Fall sieht das schon mega witzig aus, wenn über so große Tiere so sind. Boah, ich bin am überlegen, wenn wir im End sind, soll ich dann den Ender Dragon auch größer machen oder nicht? Ich weiß halt nicht mehr, wie das dann mit der Hitbox aussieht. Auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung, was mir das bitte bringen soll. Okay, und ich bin jetzt einmal gespannt, was wir dann mit diesen Spyglass hier machen können. Zaubertisch und Kupfer bekommen wir ein Killer Spyglass. Okay, Leute, ich kann mir vorstellen, dass wir damit die Mobs entweder komplett killen oder nur Schaden machen. Hier, dadurch gehen Blöcke weg und wir spawnen Feuer. Leute, guck mal, wie es einmal aussehen tut. Einer mal wie so ein Laserpointer. Oh, da, gut, da fahre ich jetzt gerade ganz bald hin ab. Ich warte mal, hier haben wir einen Hase. Okay, also jetzt tut die Mobs nur antöten und nicht komplett one-hitten. Leute, guck mal, wir können also noch oben boosten. Gut, ich glaube, das könnten wir auch gebrauchen für den Ender Dragon. Wenn er überhaupt brennen kann. Und somit gibt es jetzt nur noch ein Spyglass, was wir jetzt noch craften können. Und den Block, den wir dazu brauchen, bekommen im Stronghold. Heißt, dass ich mir jetzt mal ein paar Ender-Augen mache. Dann würde ich sagen, am Wert haben wir das erste. Und es geht... Wohin geht's denn? Nach da. Digga, Leute, hier ist einfach nochmal ein Dorf. Ich habe schon 3 Wüstendörfer gefunden. Ich glaube, ich schenke den Dorf noch ein paar Mini-Golems hier. Kann ich diese Mini-Golems auch nochmal größer machen? Oha. Warte mal, ist aber der originale Eisengolem, der hier noch ist. Trotzdem größer wie die Mini-Golems dann? Ja. Oh Mann, Leute. Ich hoffe, dass das Stronghold ein bisschen weiter noch entfernt ist. Weil hier nämlich im Wasser hatte ich nämlich gar keinen Bock drauf. Ich würde mein Ender-Auge gerade nicht mehr. So, das war der jetzt noch ein Schiffwrack. Okay, Leute, hier unten ist wohl das Stronghold. Das finde ich ihn gerade gar nicht nice. Weil dazu müssen wir uns jetzt hier runterbuddeln. Wobei, warte mal. Das könnte vielleicht auch ganz easy werden hiermit. Mit dem X-Ray Spyglass. Oh ja, Leute, das geht schnell hier. Und hier ist das Stronghold. Nice!
Okay, das X-Ray Spike Glass war jetzt mal richtig nice. So, was wir hier noch brauchen, ist dieser Block hier. Und das ging nochmal ganz easy. Und zwar, wir können es mit dem Kupfer und mit dem hier einen OP Spike Glass machen. Und ich habe hier keine Ahnung, was das macht. Es tut eine Kiste schon mal spawnen. Und was ist da drin? Ja, das sieht schon ganz nice aus. Ist immer dasselbe drin oder nee, ist immer was Unterschiedliches drin. Okay, nice, da können wir uns hier gleich mal instant gut ausrüsten. Ich bin ehrlich, ich hätte es irgendwie gerechnet, dass da irgendwie eine Kiste kommt, die halt irgendwie full Netherite und also was hat, wie es eigentlich bei jeder OP-Challenge irgendwie ist. Beziehungsweise bei jedem OP-Item. Aber hier ist es halt irgendwie nicht so. Das finde ich irgendwie nice. Wäre es irgendwie noch nice, wenn wir irgendwie noch Schuhe bekommen, die auch noch was mit Schutz hätten. Ah ja, nice. Oh Gott. Oh. Hab ich mich gerade erschrocken. Oh, ich mein Schild hier nicht in der Hand hatte. Okay, also Leute, hier vor uns das Stronghold. So, Augen haben wir noch nicht genug. Machen jetzt eben hier noch ein paar. So, warte mal, bevor wir gehen, ich möchte noch eine bessere Waffe eben noch haben. Schärfe. Ich glaube, ich spiele jetzt mal wieder mit Schwert. Gut, Leute, dann würde ich sagen, dann bin ich eigentlich soweit hier gut ausgerüstet. Und dann lasst uns endgehen in 3, 2, 1, go. Also, wie gesagt, bevor der Ender Dragon tot ist, werden wir ihn auch mal gigantisch groß machen. So, warte mal, können wir hier mit dem Kristall easy zerstören? Nee, schade, das leider nicht. Aber warte, wir können uns hier ja Platz machen und dann darauf einmal einen Nuke doch spawnen. Und, Leute, klappt. Easy. Okay, das ist nice. Okay, nice, meine Leute. Jetzt sollen, glaube ich, alle Kristalle zerstört sein. Und dann können wir jetzt an den Ender Dragon ran. Zuerst was vorne und ein paar Minions. Okay, warte mal, bringt das schnell was, wenn ich die alle größer mache? Oh mein Gott, ihr werdet sausi. Aber kann ich den Ender Dragon hier mit schon Schaden machen? Oh ja. Ich mache nur sehr, sehr wenig Schaden. Aber es klappt und der ist sogar stuck. Dann ist mein Ender Dragon landet wieder. Spawn ist wieder die ganzen Nuke-Dinger hier. Okay, Leute, wir machen den viel Schaden. Und dann landen gleich instant nochmal. Kommt, den nuken wir weg. Easy, Leute. Easy. Nice. Schade, dass wir ihn nicht größer machen können. Okay, Leute, das ist nice. Wir haben es mal wieder geschafft. Ja, Leute, das war Minecraft mit Custom-Fernrohre. Und mir hat diese Challenge auf jeden Fall wirklich mega, mega viel Spaß gemacht. Und meine beiden Lieblings-Fernrohre sind den Nuke und das mit dem Portal. Und schreibt ihr jetzt auch mal in die Kommentare, welches Fernglas ihr eigentlich am coolsten fandet. Und solltest du neu sein und dir gefällt mein Content, kannst du natürlich noch gerne kostenlos ein Abo dalassen und auch gerne auch die Glocke klicken, um kein weiteres Video zu verpassen. Ich würde es alle like freuen und immer noch einen schönen Tag, bleibt gesund. Ciao!